Herzlich willkommen bei Brandon Mund Astrophysik TV. Wir wollen uns heute eine letzte Anwendung zur Gleichgewichtstemperatur anschauen. Wir machen das für die Modellplaneten und Petiguös. Na, Achtung, bei Modellplaneten handelt es sich um keine realistischen Planeten, sondern nur um gedachte Planeten. Weil die sollen sozusagen einen Zweck erfüllen. Und der Zweck soll nämlich darin bestehen, um zu schauen, welche Gleichgewichtstemperaturen ein Planet um den Stern Betelgeuse hätte, wenn es den gäbe. Nur darum soll es gehen. Soll jetzt nur alles nur rein mathematisch vorhanden sein. Also hier soll jetzt nichts, ja, dass ein Planet entdeckt worden ist oder was auch immer. Ist ja nicht so. Alles nur Modelle. So. Bevor wir anfangen, der Stern Betelgeuse ist ein roter Überriesenstern mit Orion mit 20 Sonnenmassen. Dieser Stern befindet sich am Ende seines Lebens. Weil wir wissen ja, ein roter Überriese ist sozusagen die letzte Lebensphase von einem massenreichen Stern, bevor es in die Supernova geht. Dann bleibt ein Neutronenstern und ein schwarzes Loch übrig, je nachdem wie groß die Restmasse ist. Und Betelgeuse ist ein Stern, was ungefähr 660 mal so groß ist wie die Sonne. Also wird man die Sonne mit Betelgeuse ersetzen, an der Stelle werden alle innere Planeten verschluckt. Da ist der Merkur verweckt, der Mars verweckt, sogar der Asteroidengürtel wäre nicht mehr vorhanden. Und Betelgeuse ist sozusagen, dass sich am Sternbild Orion sie befindet, sieht man diesen Stern in den Wintermonaten. Weil Orion ist ein Wintersternbild. So, das war es jetzt zu Sternbild Orion. Jetzt kommen wir zur Tatsache, Gleichgewichtstemperatur. Wir haben ja wieder diese wunderbare Gleichung, die wir schon mal hatten. Weil die Gleichgewichtstemperatur ist sozusagen die Temperatur, weil sie nach genügend langer Zeit in ein System sich von selbst einstellt. Hat man ja mal in einem Video mal kennengelernt, was ich unten verlinke. Und hier haben wir wieder diese wunderbare Gleichung. Vierte Wurzel aus 1 minus Eta in Klammern mal die Leuchtkraft des Sterns durch 16 Pi mal Abstand zum Quadrat mal Stefan-Boltzmann-Konstante. Wir haben die Werte 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 und 0,9 für Eta genommen. Eta gleich 1 wäre unbrauchbar, weil würde man das ja einsetzen, käme immer minus 273,15 Grad bei raus, also 0 Kelvin. Weil wenn Eta 1 ist, naja gut, dann kann es ja nur 0 Kelvin sein, ist ja logisch. Dann würde man ja 1 minus 1 mal der Leuchtkraft des Sterns haben, also 0 mal die Leuchtkraft, ergibt ja 0. 0 geteilt durch ist auch 0, eine Wurzel aus 0 ist auch 0, eine vierte Wurzel aus 0 ist ja auch 0. Ja, jetzt haben wir schon mal das erste Diagramm von den drei. Der Kurvenverlauf, also sieht man ja, je größer der Abstand von Betelgeuse, desto geringer ist die Gleichgewichtstemperatur bei jeweiligen Modellplaneten. Weil wir haben ja gesagt, dass gedachte Planeten, nur um zu schauen, wie die Gleichgewichtstemperatur wäre, wenn es diesen Planeten und Betelgeuse gäbe. So. Sieht man ja, je größer der Abstand, desto geringer ist der Wert. Und je größer Eta ist, desto kleiner ist der Wert. Also haben wir sozusagen zwei Faktoren oder zwei Komponenten, die das Ganze beeinflussen. Also einmal den Abstand und einmal Eta. Im zweiten und dritten Diagramm sieht man das auch so. Im zweiten. Und jetzt im dritten, na gut, dann nur noch ganz kleine Temperaturwerte. Weil das sind schon Abstände von den Sternen. 10.000 astronomische Einheiten. Ist das schon ein sechstel Lichtjahr oder so. Aber ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.